Nach diesem Video hier werde ich nie wieder dieselbe Person sein können. Ich habe Screenshots von diesem Spiel gesehen und sie haben mich extrem verstört. Was passiert mit einem Menschen, wenn er sich hinsetzt und das spielt? Eine Antwort auf diese Frage habe ich nicht, aber ich würde vorschlagen, wir finden eine für die Wissenschaft. Und damit willkommen hier bei Dear Simulator mit ganz vielen E, warum auch immer. So, auf den ersten Blick könnte man meinen, das ist ein ganz normaler Simulator, wo man halt einen Hirsch spielt, ne, vielleicht vor Jägern entkommen muss, überleben muss. Das ist es nicht. Oh mein Gott, er ist so unglaublich süß. Ich hoffe wirklich, er besteht nicht aus Gummi. Hehe, Giraffenhirsch. Das ist also ungefähr das Level an Realismus und Wahnsinn, was uns hier erwartet. Ich schlage jetzt Folgendes vor. Ihr nehmt alle euer Gehirn raus, platziert das vor euch auf dem Tisch, weil das werdet ihr nicht brauchen. Es gibt einen Charaktereditor. Warum? Ich dachte, man spielt einen Hirsch. Ich habe jetzt einfach mal auf zufällig geklickt, bis was Gutes rauskam. Und das hier ist akzeptabel. Ja, das ist Bauarbeiter Johnson, der sich mit einem Hirsch anlegt. Es ist für mich immer eine sehr große Ehre, das Erzeugnis eines anderen Verstandes zu sehen, und das hier ist definitiv ein anderer Verstand. Will ich wiedergeboren werden? Ist das euer Ernst? Das ist die Story. Ich mache einen Charakter, der dann sofort stirbt, weil er einem Hirsch das Leben rettet, und dann wird er wiedergeboren als Hirsch. Das heißt für mich, ich müsste eigentlich mal einem Millionär das Leben retten, weil dann bin ich reich, richtig? Ist das da ein fliegender Elefant? Ernsthaft? Was mischen die denn heute ins Wasser? Es hat kaum angefangen und ich habe schon so viele Fragen. Warum ist da ein fliegender Elefant? Warum ist da eine riesige Kuh im Wasser? Ich habe keine Ahnung. Aber wenigstens meine Animation ist sehr schön. Ja, das ist die Motion Capture. Die haben da irgendwie einen Hirsch ins Studio eingesperrt und haben ihn dann das aufnehmen lassen. Spring! Was? Also ich wusste ja, dass Hirsche weit springen können, aber ich gehe zu Olympia. Ich werde Weitsprung-Weltmeister. Sprinten geht natürlich auch. Ich habe keine Worte mehr. Hallo, guten Tag. Ich habe doch neulich bei Ihnen diesen Hirsch bestellt, falls Sie sich noch erinnern können. Ja, ich möchte einmal reklamieren, der steht schief. Alles klar. Ist mein Hals ein Greifhaken? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ich kann meinen Hals als Greifhaken benutzen. Ich weiß nicht, wie man auf so ein Spiel kommt. Ja, sowas wie Goat Simulator ist ja schon relativ fragwürdig. Da muss man sich schon Sorgen machen um die Entwickler, weil die müssen sich so viel eingeworfen haben. Das kann nicht gesund sein. Aber das hier ist wie Goat Simulator, aber auf 180 hochgedreht. Also ich weiß nicht, was genommen wurde während der Entwicklung dieses Spieles. Aber bitte, lasst euch durchchecken, okay? Eure Nieren, eure Leber, die betteln um Hilfe. Natürlich, logisch, ich kann als Hirsch ein Pferd reiten. Warum nicht? Und sobald ich mich da drauf setze, werde ich zum absoluten Chat-Hirsch. Ja, das ist der Hirsch, der dir dein Mädchen stiehlt. Warum ist hier ein Schutzschild über dem Polizeirevier? Da kann ich nicht durch, aber hier liegt eine Waffe. Okay, John Wick, ja, komm mal eine Nummer runter. Ich habe jetzt Pistolengeweih. Ein Pistolengeweih, weil, klar, ne, wer kennt sie nicht, Jäger müssen immer öfter aufpassen im Wald, dass sie nicht von den Hirschen gecountersniped werden, wenn sie da oben in ihrem Turm hocken, die schießen zurück. Es kommt immer mal wieder im Leben von jedermann der Punkt, wo man sich hinsetzt und sich fragt, wie man dahin gekommen ist, wo man sich aktuell befindet und was man bereut. Und ich bereue aktuell alles. Alles, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, was mich dahin geführt hat, dass ich das hier jetzt spiele, ich bereue es. Okay, wir müssen die Timeline richten. Das hier ist furchtbar. Jetzt mal ganz doof gefragt, gibt es auch sowas wie Mission oder eine Story? Oder werde ich hier als komplett kaputter Hirsch in die Stadt gesetzt und kann machen, was ich möchte? Wieso in Gottes Namen hängt da ein riesiger Koala am Hochhaus? Was ist da los? Ich habe absolut keine Ahnung, wo in dem Spiel der Content ist. Deswegen suche ich den Content jetzt, indem ich irgendwie da hochklettere. Okay? Und dann mal schaue, ob ich irgendwas finde, was man machen kann. Hier, natürlich ist hier oben ein Zebra. Ich meine, logisch. Das Dachzebra, ja? Jede Firma braucht eins. Ich kann es reiten.
Was ist das Spiel? Oh Mann, ey. Und es ist kaputt. Ich schwebe über dem Zebra und reite es immer noch, obwohl ich abgestiegen bin. Jetzt geht's. Vollkommen funktionsfähig. Ne? Und da hinten ist ein riesiger fliegender Fisch. Logisch. Kann ich dich abknallen? Ja, er hat tatsächlich eine Lebensleiste. Und er kommt auf mich zu. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Das hier ist mit Abstand das Gruseligste, was ich seit langem gesehen habe. Es gibt auch einen Erfolg, dass man das Viech killt. ich wüsste spontan. Also es geht schon. Er verliert schon Leben. Aber dauert halt, ne? Und ich glitsch auch halber durch ihn durch. Es ist halt absichtlich kaputt. Ja, funny. Er ist tot. Das war's. Er hat mir, glaub ich, nicht einmal Schaden gemacht. Ich habe einfach draufgehalten. Neuer Artikel. Hirsch rettet die Stadt vor fliegendem Fisch, fliegendem riesigen Fisch. Ach, keine Ahnung. Ach so, ich glaube, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Da oben rechts ist mein Resaster-Level. Das ist kein Witz, der steht da, könnt ihr ja selber lesen. Und wenn ich was kaputt mache oder Menschen umlege, irgendwas, geht das hoch. Das heißt, ich mache Unsinn, level... Hallo, wundervoll. Level dadurch auf und kann noch mehr Unsinn anstellen. Ist das das ganze Spiel? You serious? Hello there. Okay, der riesige Koala hat eine Lebensleiste und Laseraugen. Bruh, was ist los? Das ist der Content, den ich wollte. Okay, er hat mich insta weggelasert. Der macht Schaden. Aber er ist besiegbar. Ja, nehme ich mir mal raus. Ich bin in der Lage, den riesigen Koala zu killen. Ich brauche nur das hier und eine Deckung. Dann funktioniert das. Er hat auch nicht unbegrenzt Leben, nur sehr viel. Das geht auch durch die Häuser durch. So ein Quatsch. Also kann ich mir keine Deckung suchen. Das funktioniert nicht. Okay, aber er ist relativ langsam mit dem Strahl. Das heißt, ich gehe einfach unter ihn, sodass er mich nicht schnell einholen kann und puste ihn weg. Das ist vollkommen machbar. Die Musik ist so episch, Mann. Was? Wenn ich mich lang genug hinter dem Haus verstecke, dann hört er auf. Aber er schaut mich immer noch gruselig an. Ich sehe dich ganz genau. Sein Leben regeneriert aber nicht. Ich kann das cheesen. Ich warte einfach hier, bis er aufhört, weil durch das Haus kann er nicht... Ernsthaft? Durch das Haus kann er nicht schießen. Und, na, dann warte ich, bis er mich nicht mehr sieht und puste ihn weg. Ja, ich habe ihn. Pass auf, ich halte jetzt drauf. Jetzt wird er sauer, ich gehe um die Ecke und er ist tot. Wie ein Lastwagen. Da ist er tatsächlich, sogar Ragdoll-mäßig animiert. Okay. Der riesige Koala ist down. Und ich habe jetzt nicht mal groß Level dazu bekommen, ne? Immer wenn man stirbt, wird das Level... Jedes Mal, wenn man stirbt, wird das Level zurückgesetzt und ich bin jetzt wieder auf E. Und die Tatsache, dass ich den Koala gekillt habe, hat mir kaum was gebracht. Hier ist nochmal ein Minispiel. Traue ich mich das überhaupt? Toaster. Okay, was ist das? Hirschweitwurf mit einem Toaster? Oder ist das... I am bread. Es ist I am bread. Ich bin jetzt ein riesiges, labriges Stück Toast mit zwei Waffen. Das ist, wenn du den Toast in den Toaster machst und nicht rechtzeitig rausholst, ja, irgendwann schlägt der Toast auch mal zurück. Hey, Upgrades, hier liegt eine AK. Zwei AKs sogar. Okay, und es schießt immer alles, was ich habe, gleichzeitig. Das ist geil. Ist die Kuh ein Bossgegner? Nee, doch. Sie ist tot. Aber sie war kein Bossgegner. Ich habe jetzt einfach eine riesige Kuh erschossen. Sie hat's verdient. Warum in Gottes Namen schwebt die Kuh? Sie fällt nicht um. Ja, der Koala ist umgefallen, der ist vom Haus gefallen. Sie schwebt einfach. Wie im Weltall. Was ist los? Ich will eigentlich nur die Kuh reiten, weil da hinten gibt's so ein Rätsel. Da braucht man einen Rhinoceros, da steht schon drauf eine Kuh. Und ein Hirsch, und ich bin ja ein Hirsch. Ich will jetzt eigentlich nur die Kuh dahin bringen. Warum fange ich an zu fliegen? Das Spiel implodiert gerade vor unseren Augen und es ist großartig. Oh, hier, da muss die Kuh drauf. Jetzt bleibst du liegen, bitte. Ich will absteigen, ich mag nicht mehr. Wow, werde ich geresettet? Ja, ich falle von oben wieder auf die Map. Ich dachte gerade, es wäre jetzt alles kaputt. Ja, ich habe jetzt den großen Fisch nochmal gekillt. Ich habe fast das nächste Resaster-Level. Ich will das nicht nochmal machen müssen. Die Kuh ist weg. Keine Ahnung. Aber es ist jetzt alles runtergedrückt. Und was passiert dann? Hubschrauber. Ist das ein Megasort, aber
ihr habt das Copyright nicht gekriegt. Metal Deer. Okay, Spiel. Wow. Ist das Ding feindlich oder kann ich das Ding besteigen? Gute Frage. Reiten. Okay. Es ist ein Metal Deer. Ich... Meine Fresse. Was? Ich habe einfach nur Space gedrückt. Das war alles. Ich habe nur Space gedrückt. Mehr als das war es nicht. Was? Hä? Polizei Level 1 scharf. Ich habe jetzt Polizei auf mir. Weil ich zu viel kaputt gemacht habe. Ja, ich habe jetzt Level D. Okay, nee, weißt du was? Ich puste euch alle weg. So läuft's. Du hast die Polizisten besiegt. Okay, jetzt ist Level 2. Ich habe einfach ein random Haus kaputt gemacht. Um mehr Fahndungslevel zu kriegen. Polizei Level 2, Eisbär. Okay, natürlich sind es keine normalen Autos. Es sind Eisbären. Macht auch irgendwo Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Ja, also kann sich jeder denken, dass das irgendwo logisch ist. Die kommen jetzt zusammen mit Schafen. Du hast die Polizisten besiegt. In 14 Sekunden, by the way. Weil ich einfach so unglaublich gut bin. Ab und zu mal kommt das Flugzeug hier im Tiefflug drüber. Kann ich den vom Himmel schießen? So langsam checke ich, wie das Spiel funktioniert. Und ich muss sagen, es ist fun. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sage. Ja, das geht. Okay, das ist aber nur gut, um irgendwie dann das hier Chaos-Level zu erhöhen. Das Ding droppt aber irgendwas. Ich glaube, das ist ja eine Maschinenpistole. Das ist perfekt für mein Arsenal. Wundervoll, aber der Metal Deer ist deutlich besser geeignet, um Chaos zu stiften. Das heißt, ich mache einfach mal weiter. Ich halte auf die Stadt drauf, mache Häuser kaputt bis zum nächsten Chaos-Level. Was kommt jetzt? Kaninchen. Mit Laserwaffen. Der Ohrenwandler. Logo. Es sind so viele. Guck dir mal an, was hier los ist. Es sind so viele. Und diese dummen Hasen snipen von ganz hinten auf mich. Ich hab's überlebt. 16 Sekunden. Ich hab fast kein Leben mehr. Jetzt kriege ich aber die Dinger. Nice. Das ist schon machbar. Aber ich muss halt richtig aufpassen, dass ich nicht sterbe. Also auch das Ding hier ist nicht unzerstörbar. Was kommt jetzt? Ich hab's einfach mal gemacht, weil es mich interessiert. Weil ich's wissen will. Das ist der Hund. Und er wird gedroppt. Okay. Und gleitet wunderbar zu Boden. Polizei Level 4, der Hund. Und natürlich ist er in seiner eigenen Arena. Die ist genau hier. Stirb! Ja, das geht nicht, ne? Ich muss da rein. Das ist ein Bossfight. Irgendwie muss der Hund weg. Ich habe auch mal nachgeschaut, man kann sein Leben nicht regenerieren. Das heißt, das, was ich habe, damit muss ich auskommen. Gut, bringen wir es hinter uns. Wie genau funktioniert das? Großes Hundi. Mit Schafen als Bodyguards, Hasen und Eisbären. Okay. Einfach draufhalten in die... Was? Warte, was? Okay. Das ist die ultimative Sword-Transformation, ja. Das riecht ein Power Ranger-Zeug. Das ist Doggo. Aus Hund wird Doggo. Ich bereue alles in meinem Leben. Ich will hier weg. Okay, der wirft Eisbären. Ah nee, das ist sein Arm. Okay. Und ich muss ihm das Stück für Stück runterschießen. Damit das irgendwie funktioniert. Und das Ding ist super slow. Ich bin tot. Er hat mich getroffen mit der Faust. Und wenn ich sterbe, ja, ich bin wieder auf E. Ich müsste das alles nochmal machen. Weißt du was? Das mache ich nicht. Mit dem Hundi lege ich mich nicht an. Das ist ein Bossgegner, wortwörtlich. Das mache ich nicht, das will ich nicht. Ja gut, Leute, das war's hier bei Deer Simulator. Ich werde nie ein zweites Video zu dem Spiel machen. Ich werde das Spiel nie wieder anfassen. Ich werde nie wieder an dieses Spiel denken, denn dieses Spiel hat nachhaltig mein Gehirn ruiniert. Ja, ich dachte schon, ich bin da oben kaputt. Aber das hier hat's noch viel schlimmer gemacht. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, dem Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ich werde das Spiel jetzt deinstallieren und am besten mein Gedächtnis löschen.